So, hallo zusammen. Heute begrüße ich euch mit Daniel zusammen zu einer neuen Ackerrunde. Und ja, wir zwei sind heute mit dem Deus 2 unterwegs hier. Und nach allem, nach der Begrüßung erzähle ich euch was über meine Einstellung wieder. Aber vorab begrüße ich meinen neuen Sponsor. Das ist der Tim Lemle von Detektoren-shop.de. Ja, Tim ist ein feiner Kerl, kann ich euch nur sagen. Und ja, war auch bis heute der Einzige, der sich darum gekümmert hat, dass ich wieder ein neues Sponsoring habe. Ja, wie ihr wisst, bin ich ja nicht der große Filmer. Das merkt ihr ja jetzt schon wieder an der ersten Ansprache zu dem neuen Film. Das ist auch jetzt der erste Film in diesem Jahr. Ich hoffe, dass heute auch meine Akkus bis zum Ende halten. Ich habe mir extra neue Akkus auch gekauft, aber da ist noch ein alter jetzt in der Kamera drin. Ja, wir werden jetzt erstmal hier unsere Einstellungen vornehmen, aber vorab wollte ich euch sagen, wir sind wieder auf Römersuche. Wir sind jetzt auf einer römischen Siedlung. Der Acker, der ist gut abgerechnet. Daniel hat ein bisschen recherchiert über den Acker und wir wissen eigentlich, dass hier mal eine kleine Stelle oder eine kleine Siedlung drauf war. Der Acker ist auch nicht so alt bekannt im Sucherkreis und ja, wie gesagt, wir versuchen unser Bestes. Daniel steht ja hinter uns, vielleicht sagt der Daniel noch was zum Anfang. Ja, du musst jetzt Herr Daniel zu mir sagen. Also jetzt muss Herr Daniel, weil er die Brille hat. Ja, genau. Wie er sagt, Daniel hat jetzt... Grundsätzlich mache ich bei Videos nicht mit. Grundsätzlich, also hinter mir steht nicht genau der Daniel, sondern der Herr Daniel. So, das ist ja auch so, der Herr Daniel geht zum Suchen, ich dagegen gehe zum Finden. Ach nee, Quatsch. So, wir gehen beide zum Finden. So, wir geben jetzt unser Bestes und ja, wir kommen jetzt gleich dann zu meinen Einstellungen. Also bleibt dran, bis gleich. So, liebe Leute, jetzt kommen wir zu meinen Einstellungen. So, ich habe den Detektor angemacht. Ich bin immer noch auf der Softwareversion von V7.01 geblieben. Und ja, ich mache für euch jetzt den Kopfhörer natürlich mit an, dass er alles hört. Wir sind jetzt in meinem Ackerprogramm. So, und mein Ackerprogramm, das habe ich mit dem Werksprogramm General generiert. Das General ist zu vergleichen wie beim Vorgänger Deus Modell, also vom Deus 1 wie das Goldmax Power. So, wir gehen jetzt ins Menü. Dort habe ich den Disk auf 5.0 stehen. In der Experteinstellung den Dreiton-Modus. So, meine Weichen oder die Tonweichen oder Tonbreaks, die sind bei 5 und 50. Meine Toneinstellung ist für unten, also bis 5.0, also für Eisen auf 100 Hertz. Dann haben wir die zweite Tonschwelle bis 50 bei 470 kHz und ja, für 50 bis 99 dann auf 862. Aber das ist natürlich bei jedem individuell, wie er, was er für eine Tonvorliebe hat, selbst einzustellen. Also Kronkorken ist bei mir aus, also auf 0. Der Notch ist off. Der Bodenfilter auf 1. So, sensitiv habe ich hier auf 96, weil hier kann ich so hoch gehen. Also ich habe hier kaum Störungen. Bis jetzt auf jeden Fall keine Störungen. Die Frequenzweiche steht hier auf 3. Die Eisenlautstärke habe ich auf 1. Für alle Neuzuschauer oder Leute, die sich vielleicht ein Deus 2 oder Deus 1 zulegen wollen, weswegen die Eisenlautstärke auf 1, aber das ist generell auch für andere Detektoren so. Überlegt mal, wenn ihr einen kleinen Eisennagel neben Volley habt, dann bekommt ihr kein klares Buntmetallsignal, sondern ein Mischsignal. Und es könnte sein, dass der Eisen so weit dominiert, wenn er jetzt den Ton ausstellt oder auch den Disk zu hoch einstellt, dass das Ganze übermaskiert wird. Das heißt, ihr habt hinterher
ein Signal, was man vielleicht fälschlicherweise als mineralisch erkennen wird. Darum empfehle ich immer, Eisen mit beizubehalten, die Eisenlautstärke so weit runterzusetzen, dass er erträglich ist und deswegen auf 1. So, die Reaktionszeit habe ich hier auf 2, weil, wie gesagt, der Deus 2 ist in der Signalerkennung viel schneller als ein Deus 1. Da wäre das beim Deus 1 die Reaktionszeit 3, die ich voreinstellen würde. Hier habe ich sie auf 2. Bis jetzt keine Probleme damit. So, Signalverstärkung für alle, die diesen Punkt nicht verstehen. Die ist nur dafür da, dass tiefliegende Signale lauter angezeigt werden. Das heißt nicht, da ordnet man mit tiefer nur die erhöhen die Lautstärke dieser Signale. Setzt man aber die Signalverstärkung zu hoch, hat man keinen Unterschied mehr zwischen einem aufliegenden Objekt und einem im Boden liegenden. Also rate ich für die normale Suche, das auf 4 zu lassen. Bei einer Nachsuche, bei einem Hort natürlich das Maximum zu nehmen, dass er wirklich die ganz feinen Signale noch dann sauber zu hören bekommt. Ja, wie gesagt, Disk 5.0, Ackerprogramm, und jetzt machen wir den Bodenabgleich. Und den Bodenabgleich macht ihr hier über die Pinpointer-Taste beim Deus 2. Das heißt, Pinpointer-Taste fest gedrückt halten und von ca. 30 cm Höhe zum Boden gleichmäßig pumpen. Dann seht ihr auf dem Display, ich weiß nicht, jetzt vielleicht durch die Bewegung nicht, dass sich der Boden oder der Bodenabgleich anpasst. Eigentlich bei einem guten Abgleich sollte das Signal gleichmäßig bleiben oder komplett verschwinden. Jetzt habe ich hier einen Bodenabgleich von 84 erreicht. So, das reicht. Und ja, ich beginne die Suche. So. Und ich werde euch gleich zum ersten Fund, zum ersten Signal wieder mit dazu holen. Aber ich sage direkt schon im Vorfeld, das mache ich nur beim ersten Signal, egal was es ist. Wenn das zweite Signal Schrott sein sollte, ja, ihr habt nichts davon, dass ich euch die Schrottteile zeige. Andere, ja, machen das. Ich lasse die raus. Bei mir werdet ihr nur, ich sag mal, Funde sehen, die ich auch präsentieren möchte, weil sonst wird es zu langweilig. Ja, und wie gesagt, ich bin kein guter Filmer. Also wäre das auch für euch eine Qual, wenn ich die ganze Zeit die Kamera laufen lassen würde und mein Quatsch dazu gebe. Ja, wie gesagt. Habt ein Nachsehen mit mir. Ich werde nie Freund mit meiner Kamera. Weil das ist so Schwein. Ich stehe immer auf Kriegsfuß mit der. Ich hoffe, dass ihr das versteht. Ansonsten, ja, wie gesagt, habt ihr ja die Wahl, wegzuschalten. So, dann sehen wir uns gleich beim ersten Signal wieder. Also bis gleich. So, hier habe ich mein erstes Signal nach ungefähr, ja, ich würde mal sagen, 5-6 Metern. Ein 83er Signal. Der zu vermessen schon zu sagen, dass das wirklich was Gutes ist. Okay, aber wie gesagt, ich nehme euch jetzt mit dazu, weil es das erste Signal ist. Na. So, das ist Reg in dem Knubbel hier oben. Ne, oder da unten. Ne, das ist seitlich, ich kann es auch schon sehen. Und ich würde mal fast behaupten, ich brauche den Pinpointer nicht, da das ein Granatsplitter ist, oder? Ne, das war Erde. Also habe ich mich vertan. Okay, da brauche ich doch den Pinpointer. So. Also hier ist das Bei. Drehen wir mal den Klumpen platt. So, hören tut das. Und ich denke mir mal, das ist ein Stück Blei. Ja. So, und auch kein römisches Blei. Das kann man daran erkennen. Das wird von, das ist eine Geschossspitze gewesen, die irgendwo aufgeschlagen ist. Da könnt ihr sehen, das hintere Teil. Okay, wie gesagt, ich werde jetzt natürlich nicht jeden der Funde, die ich mache, mit reinnehmen. Klar, jeder wird sich denken, wie kann er denn dann wissen, wenn er jedes Mal vor der Kamera redet, was das ist? Ja, weil ich jedes Mal die Kamera anhabe und natürlich auch wie jetzt immer wieder rede. Nur bleiben dann diese Funde hinterher weg, ne, dass ihr Bescheid wisst. So, bis naja dann, zum nächsten. So, hier bin ich wieder mit einem Signal. Ich glaube, ihr könnt es hören, 55.
Ich würde mal sagen, in dem Bereich hier ist es. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt schon mit dem Daniel hier fast eine halbe Stunde. Und es kam nur Schrott bis jetzt. Und ich denke mir, das wird auch nichts anderes sein. Wir sind schon am Überlegen, ob wir uns hier verbissen und eine neue Stelle nehmen. Aber erstmal gucken wir hier weiter, weil wie gesagt, hier sind wir auf einer Streuung. Ja, und das war doch schon, glaube ich, das Signal. Oder? Oder? Okay. Das ist noch da. In dem oberen Bereich. Ja, wie gesagt, wir haben es uns anders vorgestellt, aber das ist leider, wir sind jetzt im März und die Zeiten sind vor. Ach, das ist eine Römermünze, ich sehe sie so, ich brauche den Pinpointer ja nicht, die ist rausgefallen. Aber die ist so klein, ihr werdet das jetzt sehen, aus dem Haufen rausgefallen, beim Auseinandertreten. Die steht jetzt hier hochkant, ich hoffe, man ist noch im Bilde hier. So, da. So, das ist die eine Seite und was hochkant stand, die ist rausgebrochen. Ich muss jetzt gucken, wo der Klumpen ist. Aber guckt mal, wie klein der ist. Ach, die Scheiße, ey. Das ist klar, die hat man Dreck übersehen. Da fällt auch sofort der Dreck ab. Ach, hier. Also die erste Münze. Okay, ja. Ich gebe dem Acker noch eine halbe Stunde und dann verbissen wir uns wieder. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. So, hier bin ich wieder. Hier hatte ich gerade ein Signal gehabt mit 85, aber es war ein großes Stück, ja, Blei. Und hier habe ich ein paar, ja, sagen wir einen Meter daneben, ein leichtes 44er bis 50er Signal. Ich hoffe, ihr könnt es hören. Das schwenkt und geht so ja runter auf 38, also es muss hier. Könnte jetzt natürlich auch wieder ein Stück Blei sein. Aber das sehen wir jetzt gleich. Ja, wir sind jetzt schon fast eine Stunde hier. Und hier, na, das ist draußen schon. Ja. Oh, drin? Ne, da auch nicht. Also, wo hier muss es sein, oder? Habe ich es weggeschoben. Ne, das ist hier in dem Klumpen scheinbar drin, oder? Ja, ein 45er Signal auf jeden Fall. Ja, wir sind schon am Überlegen, wirklich zu fahren. Also, der Acker ist, der ist schon wochenlang brach. Und natürlich kommt da nichts. No. Na, wo ist es denn, ne? Ne, das ist der Spaten. Ja, hier irgendwo. Aber er ist wieder so klein. Ja, da habe ich es irgendwo mitgezogen. Müssen wir mal die Erde nehmen. Ja, habe ich. Und ja. Okay. Also. Oh, oh, das ist klar, das haben die Leute übersehen. Deswegen. Guckt euch mal an, wie klein der Volle ist. Ey. Oder was davon übergeblieben ist. Das Ding ist ja platt. Oh, ich kann euch das mal vorstellen. Das ist kleiner als wie eine Zigarettenkippe von hinten. Ja, wir sind, wie gesagt, am Überlegen. Daniel und ich, mal erstmal den Pinpointer aus. Suche hier beiseite. Und jetzt drehe ich da mal die Kamera. Ja, wir sind euch am Überlegen, weiterzufahren. Weil das bringt, glaube ich, hier nicht viel. Der Acker ist schon zu lang brach. Also mindestens anderthalb Monate ziemlich fest. Man sieht zwar noch die Löcher, die unsere Vorgänger hinterlassen haben, aber die waren schon ziemlich gut hier gewesen, muss man sagen. Hut ab. Wir haben zwar viele Signale gehabt, auch kleine Signale, wie jetzt sowas hier. Darauf bin ich ja gerade aus. Die großen Signale, ja, meistens extrem große Bleistücke oder Granatsplitter. Ja, zwei Römermünzen bis jetzt und ich habe bestimmt gut und gerne schon, ja, 15 andere Signale ausgegraben. Ja, und Daniel ebenso. Ja, okay. Ich melde mich auf jeden Fall, wenn wir hier bleiben, beim nächsten lohnenswerten Signal wieder. Oder wir sehen uns dann auf dem anderen Acker wieder. Also bis gleich.
So, Leute, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Es ist extrem windig. Wir haben den Acker gewechselt. Hier sind wir natürlich auch schon eine gewisse Zeit drauf. Ja, das ist jetzt mein zweites Signal. Das erste Signal lag oben auf an Granatsplitter. So, und jetzt hoffen wir mal, dass das was ist. Also hier. Also hier in dem Knubbel. Ich hoffe, dass er mich versteht. Hier in dem Knubbel muss das sein. Also ist in dem großen Knubbel drin. Jetzt machen wir den mal auseinander. Aber ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Das ist extrem windig heute. So, draußen ist es. Muss jetzt hier in dem Bereich sein. Das war eine 65er Anzeige. Ach, herrje. Das ist doch so eine Scheiße, dass man auch noch brüllen muss bei dem Scheiß hier. Ach. So, waren wir denn jetzt? Und jetzt ist der Spaten wieder zu nah. Ich glaube, der Spaten ist so nah. Ah, ein bisschen weiter weg. Oder? So, hierbei. Und ich glaube, ich sehe auch schon, oder? Ja. Ah, was ist das? Ein Splitter oder was? Ne, oder? Na, wo ist das denn? Ne. Okay. Ein Volli ist das. Okay, das ist jetzt hier der erste Volli von der Stelle. Jetzt muss ich erstmal den Pieper ausmachen. Und ja, der könnte so ja noch was werden, eventuell. Okay, heute mein dritter Volli. Zweiter Acker. Ja, kalt ist es nicht, aber total windig. Okay. Dann sehen wir uns gleich beim nächsten Signal wieder. Ansonsten sehen wir uns gleich wieder auf dem neuen Marker. So, hier bin ich wieder. Eine 79er Anzeige. Genau hier in der Rille. Hier, in der. So, ich denke mal auch tief. Oder? Unter den Karotten oder Möhren, wie auch immer, wird es sein. Tiefer? Okay, tiefer. Ja. Der Boden ist so hart. So, draußen. Na, wo haben wir das? Na, das ist draußen, da muss er auch mal sein jetzt her. Oder das Loch noch. Ach, nee. Also noch ein Loch gewesen. So, aber es muss hierbei sein. Na? Was war denn? Ach, der Spaten ist 100% wieder mal im Weg. Oder? Ah, wo ist das denn? Oh, ich liebe das. Kann doch nicht so klein sein. Oder? Da müssen wir doch mal einen Detektor noch machen. Okay. Jetzt müsst ihr es aber haben. In der Ecke hier. Also in dem Bereich. Na? So, wo haben wir? Na? Kann das wahr sein? Okay, eine Münze, glaube ich, oder? Ja. Steht hochkant. Ja, da hätte ich noch lange gucken können. Wenn sie hoch kann, natürlich reingedrückt noch ist, aber ich denke mal, das ist kein. Ne, kein Volli, oder? Ne.
Ach, ich denke irgendwie so ein Stüber oder so ein Scheiß. Oh, Entschuldigung, kein Scheiß. Ein Stüber meine ich nur. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe hier ein Signal und das ist total kurios. Ja, wir laufen jetzt schon mittlerweile, ja, eine Dreiviertelstunde. Wir haben wieder den Acker gewechselt. Währenddessen hatte ich noch einen kleinen Volli gefunden, aber den habe ich leider nicht per laufenden Kamera gefunden. Ja, ja, wie gesagt, war ein Fehler von mir eben. Ja, hier kommt auch nur Schrott, aber warum hier nur Schrott kommt, kann ich euch direkt sagen, weil ich glaube, die guten Signale sind fast dann weg. Aber ich habe jetzt wieder eins nach einer Dreiviertelstunde und da zeige ich euch, warum ich jetzt so wenig Signale habe. Hier waren schon die Kollegen unterwegs, noch ein Löcher und ich nehme genau die Spur zwischen den Kollegen. So, hier könnt ihr gut sehen, hier sind die Löcher und da vorne auch noch. Ja, und hier genau zwischen hier dem Aushub und dem anderen Haus habe ich ein Signal jetzt, aber auch kein gutes Signal. Ein 49er auf jeden Fall. So, und wie gesagt, wenn hier die nächsten 20 Minuten ist, packen wir ein, dann war das für heute. Und wir werden nach Hause fahren, glaube ich. Also es bringt nichts, die Zeit ist dafür wohl nicht mehr gegeben, auf dem Acker zu gehen. Die Felder werden jetzt bald wieder alle fertig gemacht. Wir haben, wie gesagt, heute den 9. März das Video. Ja, heute kommt ein Video, morgen kommt ein Video von mir rein. Also wenn ihr das seht, ist das schon längst am Laufen gewesen. Ja, am 10. März auf meinem Geburtstag. Und ihr könnt euch jetzt vorstellen, irgendwann Anfang Dezember habe ich das gemacht. Ja, also, ja, Anfang oder Mitte Dezember. Also 3 Monate war ich nicht mehr auf dem Acker. Ja, und wie gesagt, jetzt ist die Zeit, wo sie wieder eingesät werden. Ja, das sind alles nur brachliegende Äcker, das seht ihr ja selber. Und wie gesagt, wir hoffen, dass es jetzt was ist. Ansonsten noch eine halbe Stunde und ich bin mit Daniel wieder nach Hause. Okay, so, hier ist das Signal. Aber quietschend, so wie heute. Aber auch hier, wie gesagt, 47. Richtig rein, das ist auch tiefer, das ist also nicht oberflächlich, das kann ich jetzt schon sagen. Okay, das ist draußen. Na, wo haben wir denn? Wird denn besser? Ne, 49. Ich würde jetzt auf Alupapier tippen, aber ja, wie gesagt. So, alles klar. So. Oder Blei, das kann natürlich auch sein, ganz kleines Stück Blei. So, jetzt wollen wir gucken. Hier muss das irgendwo sein. Ihr seid ja mit dabei. Na, ist das wieder so klein? Ne, das ist mein Spaten. Na? Da ist es schon. Oh, ey. Man mandelt auf. Es klebt dran. Ey, sag mir nicht, dass das eine Silbermünze ist. Ey, ich werde bekloppt. Oh, bitte lass es eine Silbermünze sein. Ich nehme dann alles zurück. Ich hoffe, wir können mich verstehen. Oh, ist das ein Knopf? Ne, Knopf ist eine Silbermünze. Ach, das könnte. Ich glaub's nicht. Also ich habe mit mittelalterlichem Silber aufgehört. Aber nee, das ist kein Silber. Ach. Ach nee. Nee. Eine Blombe ist es auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, was es ist. Ihr könnt jetzt überlegen mal ganz kurz und dann sage ich euch, was es ist. Ja, dafür ist es zu leicht. Nee, das wird Blei sein. So. Ihr habt jetzt Zeit genug gehabt, dann kläre ich euch auf. Ich gehe mal von einem Notgeld aus. Also Notgeld wurde früher, also ist Mittelalter. Ich denke mal so zwischen 1100 und 1300. Und Notgeld wurde früher vom Landherrn an seinen Bediensteten ausgeteilt. Das hatte folgenden Grund. Mit dem Geld konnten die natürlich auch nur da Käufe tätigen, wo der Landherr, ich sag mal,
die Freigabe für gegeben hat. Also ich sag mal jetzt für Weizen oder ja, für Lebensmittel, Anziehsachen, wie auch immer. Aber in seinem Bereich. Man konnte also nicht sagen, man ging jetzt damit, ich sag mal, von Köln nach Düsseldorf und hat da eingekauft. Das hat nicht funktioniert, weil dort waren diese Münzen oder Notgeldmünzen nichts wert. Also so eine Münze ist nur in dem Kreis was wert, wo auch der Landherr, der die ausgegeben hat, das Sagen hat. So, ich hoffe, dass ich das auch richtig erklärt habe. Ansonsten klärt mich auf, ob ich da falsch liege. Ja, das ist natürlich auch ein sehr schönes Stück. In Silber hätte ich das lieber gehabt. Aber wir wollen nicht jammern. Besser als gar nicht. Bis zum nächsten Fund. So, Leute. Mein Akku ist gerade ausgegangen. Ich habe aber auch keine Lust mehr, jetzt zu wechseln. Der hat heute lange genug durchgehalten. Hat mich auch ziemlich gewundert. Ich musste also keinen nachlegen, obwohl ich ja viel aufgenommen habe, aber nicht viel für den Film ist. Jetzt noch zum Schluss, ja wirklich jetzt zum Schluss und danach hier zum Auto und dann wird eingepackt, Fund Zusammenfassung vielleicht noch gemacht. Ansonsten seht ihr sie hinterher zum Schluss. Ich habe heute auch keinen Bock mehr. Also das ist wirklich heute, ja ich sag mal, für anderen ist das jetzt keine Nullrunde. Ich bin andere Sachen hier und für mich ist es eine Nullrunde. Aber jetzt mal wieder, ja, ich hatte hier gerade ein Signal gehabt. Zwischen, ja, ich würde mal sagen, das waren 15, es ist immer zwischen 15 und 31 gesprungen. Und ich erkläre euch warum. Ich hatte aber, wie gesagt, die Kamera so ausgegangen, dann konnte ich nicht mehr filmen. So, dann hatte ich es rausgeholt gehabt. Und ich denke, ja, okay, dann zeige ich euch aber trotzdem, um was es sich handelt. Und es ist eine Viertel Silbermünze. Das wurde damals natürlich ja so gehandhabt. Viele Sachen wurden natürlich dann nicht mit der vollen Silbermünze bezahlt, sondern vom Wert einer halben Viertel oder Dreiviertel. Und das ist so ein Teil, ja, wo wirklich eine komplette in ein Viertel geschlagen worden ist. So, ich zeige euch das mal. Der Fund, der liegt hier oben auf. So, und wir nehmen das Ganze mal in die Hand. Aber die ist schon ziemlich abgegriffen. Manche, so können wir vielleicht noch was erkennen. Also ich habe jetzt sofort erkannt, dass das eine ist, aber so können wir das erkennen. Man muss auch nicht viel sauber machen. Die ist relativ gut vom Silbergehalt her. Die Rückseite. Ich muss nur mal gucken. Ah, und jetzt, ja, beinahe weg. Muss ich zu Hause gucken. Na, schon wieder weg. Gucken, um was es sich für eine handelt. Ne? Also vielleicht weiß es ja einer und wenn ich es nicht finden sollte, kann mir das vielleicht einer in die Kommentare schreiben. Ja, dafür sind sie ja da. Also ich weiß nicht, was es für eine ist, aber auf jeden Fall eine Viertel Silbermünze. Okay, dann sehen wir uns gleich bei der Zusammenfassung wieder. Bis gleich dann. Tschüss. So, liebe Freunde, der Suchtag hat für mich ein Ende. Daniel läuft hier die Felder noch ein bisschen ab, um zu gucken, ob er noch was findet. Ja, war heute nicht der ja, erfolgreichste Tag in meiner Sucherlauf. Mann, aber es kam was dabei. So, jetzt zeige ich euch erstmal die Schrottfunde und dann natürlich wieder die guten Funde. Wie gesagt, es wird nur das im Video gezeigt, was ich für gut empfinde. Weil, ja, mir bringt das nichts, euch bringt so ein Schrott auch nichts. Also, das wollt ihr auch ja nicht sehen. Okay, jetzt drehe ich erstmal die Kamera und mache es mal ganz kurz Stopp, weil ich Kamera jetzt mein Handy habe. Weil, wie gesagt, eben ist mir der Akku ausgegangen, aber der hat lange genug gehalten. Also, wie gesagt, ich kann nicht mich drüber beklagen. Okay, bis gleich. So, die Kamera ist gedreht. Wir gehen mal ein bisschen in die Detailaufnahme. So, da seht ihr mal. Also ich war zwar fleißig, aber die Äcker sind besucht gewesen. Das sind ja alles brachliegende Äcker, wenn wir ein bisschen was vormachen. Das könnte noch römisches Glas sein, das nehme ich mit. Das andere nehme ich zwar auch mit, aber es wird entsorgt. Das sind Schlossbleche, so ein Scheiß zeige ich euch nicht hier auch hier. So verkackte Scheißmünzen, die komplett weg runter sind. Ach Quatsch, die nehmen wir aber trotzdem hier schon mal auf dem Haufen. Die kommt bei den anderen, ja, und dann natürlich hier so kleine Knöpfchen, ne? Also ja, wie gesagt, nimmt es mir nicht für übel, aber so ein Pull ist nichts für mich. Oder hier ist halt hier, wenn hier Blei, das weiß jetzt alle Blei. Okay,
Jetzt zeige ich euch die guten Funde. Oder, ich sag mal für euch die guten Funde, für mich ja einfach Funde. Obwohl ich sagen muss, zwei sind ja wirklich gut. So, jetzt legen wir das Ganze mal hin. So, das waren dann heute die Römer Münzen von dem Tag und natürlich hier das Notgeld und die Viertel Silbermünze. Ja, diese Münze, die hatte ich leider nicht mit aufgenommen, aber ihr seht ja, das sind Römermünze, die kam auch noch. Aber das waren dann die Münze vor laufender Kamera. Das Notgeld, ne? Mal gucken, ob ich da noch was draus kriege. Ist Blei. Ja, und hier die halbe Silbermünze, die will ich im Daniel jetzt auch gleich zeigen. Die steht nämlich jetzt vor mir, so dass ihr sie noch mal seht. Viel sauberer werde ich die auch nicht machen. Hier vielleicht noch den Dreck, aber dann war das ja leider. Wie gesagt, kam nicht viel bei rum. Es wird ein kurzes Video geben. Hey Daniel! Herr Daniel! Ja, so der Herr Daniel. Wir dürfen nur noch wie Herr Frodo. Genau. So, Herr Frodo. Was ist? Hast du auch Pelz hier fürs? Ja, der hat auch Pelz hier fürs. Ja, wir haben uns wirklich heute sehr bemüht, aber das ist die Silberne. Ja, und dann ist das Notgeld. So, hier, das ist die Silberne. So, und Daniel, dem drücke ich die jetzt gerade mal in die Hand. Euch sage ich jetzt auf diesem Wege Tschüss, aber vorab nochmal an meinen Sponsor von www.detektoren-shop.de. Tim, ich darf jetzt ja Tim sagen. So, ja, danke Tim für dein Vertrauen in mich jetzt als neuer Sponsorpartner. Ja, euch wünsche ich viel Glück bei der Suche, dass es besser läuft als wie bei mir jetzt zur Zeit. Oder jetzt, heute ist der erste Tag wieder seit 3 Monaten auf dem Acker. Aber ich werde mich bemühen, ordentliche, ja, was heißt ordentliche Videos? Ja, das wäre zu viel verlangt, aber zumindest gute Funde in den Videos zu präsentieren. Ja, ordentliche Videos solltet ihr bei mir in meinem Leben, in meinem jetzigen Leben nie bekommen. Ey. Also ich bin Spinnefeind mit meiner Kamera. Vielleicht könnte Daniel das filmen, aber ich glaube, der hat auch keinen Bock dazu. Also wie gesagt, euch ja, viel Glück bei der Suche. Wir sehen uns spätestens beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss, euer Markus.